Hi, wir sind heute bei der regenerativen Permakultur Wolferts Weiher. Jetzt sind wir immer noch im 14-Tages-Rhythmus und heute machen wir was Besonderes, und zwar wir machen den ersten Schritt der Varroa-Behandlung mit Hilfe dieses Trenngitters. Und ich erkläre das auch noch mal so in den nächsten Videos, was es denn da genau auf sich hat, was wir denn da machen. Aber ich denke mal jetzt so fürs Erste einfach mal loslegen. Und ich denke, die Technik, wie man die Varroa rausbekommt, das ergibt sich dann über das, was wir hier gleich alles sehen können und was ich euch da erkläre. Also bei dem Bienenvolk freut es mich auf jeden Fall schon mal, dass hier der Honigraum deutlich voller geworden ist. Das ist mal richtig cool. Der ist auf jeden Fall mal deutlich schwerer wie vor den letzten 14 Tagen. Ich bin heute übrigens gar nicht direkt bei Tag 14. Heute ist Tag 16. Also zwei Tage sind wir jetzt drüber bei der 14-tägigen Volkskontrolle. Und schlimm ist es nicht, weil ja, wir haben ja auch nicht mehr Schwarmtrieb, wo man jetzt, sag ich mal, irgendwas ganz Wichtiges verpassen könnte im Bienenvolk, wie eben Schwarmabgang oder Königinaustausch etc. Und im 14-Tages-Rhythmus hat man da immer 2-3 Tage, wo man draufpacken kann oder runterrechnen kann. Dient natürlich auch dazu, dass man einfach dann auch eine bessere Wetterlage dann haben kann. Wir müssen heute den Eimer immer geschlossen halten wegen der Räuberei. Auch wenn die Honigräume voll sind, durch allein das Spätjahr, könnten wir schon das Problem haben, dass die Tiere hier in Nahrungsmangel reingehen bzw. sich gegenseitig ausräubern wollen. Bei dem Volk mache ich die Technik jetzt noch nicht mit dem doppelten Bannwabenverfahren und dem Trenngitter, sehe ich gerade, weil hier haben wir noch eine Altkönigin drin im Bienenvolk. Und leider muss diese Königin heute gehen. Das ist nämlich eine ganz, ganz tolle 2020er Bienenkönigin. Aber wisst ihr, irgendwann ist halt auch eine Königin mal zu alt. Aus dem Volk, wo ich die Königin rausgeholt habe, die wollten schon die Königin abstechen und umweißeln. Und dann habe ich die diesem Bienenvolk hier zur Verfügung gestellt. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, das Bienenvolk hatte Buckelbrut. Deswegen habe ich hier die Königin hier ausgetauscht. Und ja, heute kommt echt der Tag, wo man jetzt sagen sollte, wir brauchen halt nochmal eine junge, neue Königin hier drin. Es ist knapp, weil wir haben Ende Juli bereits. Und die Chance, dass hier nochmal richtig viel Drohnenmasse in der Luft ist, sinkt von Tag zu Tag. Deswegen nehmen wir jetzt die Königin raus und lassen nochmal hier eine Tochter schlüpfen von dieser wertvollen Königin. Na, komm mal her, du. Eine richtig gute 2020er. So. Ich hebe die jetzt erstmal kurz auf Reserve auf, weil möglicherweise haben wir irgendein anderes Volk noch stehen, wo vielleicht so ein ähnliches Problem bekommen hat wie dieses Volk. Und aufgrund der Tatsache, dass die hier letztens auch Buckelbrut hatten, habe ich die Waben hier rausgeschnitten und dem Bienenvolk nochmal alles neu sortiert. Und da muss ich jetzt heute nochmal gucken, dass wir hier die größten Waben in der Mitte zentriert bekommen. Das hier zum Beispiel, das sollte in die Mitte rein. Was haben da die Bienen gemacht? Ja, also wenn ich jetzt nichts mache mit der Königin, dann ist es wirklich abzusehen, dass dieses Bienenvolk so oder so die Königin dann bald austauscht und auswechselt. Aber so wie ich meine Bienen hier kennengelernt habe, würden die das erst im späteren Zeitraum machen. Also die würden da bestimmt noch mal 1-2 Monate warten. Und dann haben wir einfach keine Männchen mehr in der Luft. Was hier jetzt natürlich super ist, wir haben hier mal Drohnenbrut. Und die schneiden wir jetzt euch in Rippchen raus, dass wir mal gucken können, was da eigentlich an Varroa gerade drin hockt. Erster Schnitt sieht schon mal gut aus, wobei hier ist schon die erste. Nee, war keine Milbe. Blubberblase. Dann haben wir einen zweiten Schnitt. Hier sieht es auch noch gut aus. Noch einen dritten Schnitt. Also ich bin erstaunt. Ne? Also ich hätte jetzt hier tatsächlich mit mehr Varroa-Milben gerechnet. Aber
ist jetzt gar nicht so belastet, wie ich eigentlich dachte. Wie schaut es da aus? Sieht auch gut aus. Trauen tue ich der Sache nicht, weil meine Erfahrungen liegen, wenn man die Pinzette nimmt und jede einzelne Drohnenzelle öffnet, dann hat man halt schon ziemlich viel Varroamilben drin. Und jetzt müssen wir halt diesen kleinen Schönheitsschnitt wieder machen, damit die Bienen auch wieder gut anbauen können. Wenn man das nicht macht, da schadet man dem Bienenvolk mehr. Und ja, ich weiß, ich habe jetzt hier ein paar Bienen, also als Brutwaben, rausgeschnitten. Hätte ich sie schlüpfen lassen, hätten die Bienen ganz andere Probleme bekommen, nämlich mit ihrem Wabenbau. So, die zwei Rähmchen können wir so lassen, wie sie sind. Das ist gut. Und jetzt hängen wir die abstaffelnd wieder rein. Diese Wabe hier hängen wir irgendwo nach hier hinten. Und so auch wieder auf den richtigen Platz. Der Platz ist schon mal falsch. Der Platz hier ist auch falsch. Hier jetzt kommt eine Pollenwabe und Pollen ist immer neben der Brut. Das heißt, jetzt kommt die Brutwabe rein. Und somit habe ich das Bienenvolk wieder abstaffelnd nach links, rechts, außen die kleinsten Waben gesetzt und die größten Waben sind in der Mitte. Und das Kuddelmuddel kam nur aus einem Grund zustande, weil wie gesagt vorher das Bienenvolk drohnenbrütig war und wir mussten da irgendwie eine Lösung finden, um die Drohnenbrut rauszubekommen. Das heißt, hier geht es auch, wie gesagt, dieses Absperrgitter nicht rein, weil die machen einen Königinaustausch und erst wenn die neue Königin hier Eier legt, da warte ich dann noch mal ein paar Wochen, bis die neue Brut schlüpft und erst danach gehe ich dann mit dem doppelten Bannwabenverfahren rein. Dass das Volk Varroa hat, definitiv. Deswegen hat es mich gerade so überrascht, dass die Drohnenbrut hier nicht so arg belastet war. Weil in der Tat habe ich hier schon verkrüppelte Drohnen gesehen. Also Männchen, die geschlüpft sind mit Varroa-Schaden. Entschuldigung, habe ich jetzt tatsächlich verpasst, euch mit dem Finger mal drauf zu zeigen. Aber ihr könnt ja gerne zurückspulen auf ein paar Waben, die ich gerade hier in die Kamera gehalten habe. Da hat man das deutlich gesehen, dass da ein paar Männchen schon völlig die abgenagte Flügel haben. Beziehungsweise dieses Flügel der Formationstieres abbekommen haben. Hier oben gibt es auch nicht viel zu tun, aber das Propolis möchte ich natürlich mal als Bienenprodukt mir schnappen. Ja, das war's. Also Pluspunkt im Propolis ist das nicht. Aber wie beim Bienenwachs kann man sagen, jeder Bollen zählt und dann hat man natürlich Ende des Tages dann doch eine große Schale Propolis sich eingesammelt. Hier können wir schon mal sagen, das wird eine 2022er Königin. Die Mutter ist der Hybrid Grün 19. Mach jetzt mal einen Stift schlapp. Es ist hier bei mir in der Gegend angepaart. Und ich habe ja vorhin gesagt, die Drohnen werden es immer weniger. Das ist korrekt. Wir haben immer noch genug in der Luft. Das heißt, so bis Ende Juli kann man schon noch mal Königin begatten lassen, aber dann sollte man damit echt aufhören. Und selbstverständlich lasse ich ja immer bei meinen Bienenständen so viel Drohnen schlüpfen, dass ich da für meine Königin auch keine Panik haben muss, dass es zu wenig Männchen gibt. Da habe ich tatsächlich was vergessen. Und zwar ist hier jetzt noch mal ein Königinaustausch. Und davor die Bewertung habe ich auch nicht gemacht. Das Verhalten war gut. Die Gesundheit ist auch wieder hergestellt. Die Entwicklung ist immer noch ein Minus. Der Bautrieb kann man als Plus werten lassen, weil sie haben wieder ein bisschen was gebastelt. Honig war definitiv ein Plus. Propolis würde ich jetzt auch mal als Nullposten durchgehen lassen. Aber spätestens ab August, wenn da irgendwelche Völker so wenig Propolis machen, dann geht es in die Minuspunkte rein. Schön, da haben wir jetzt noch so ein paar Zweizager, wo noch hoffentlich auch genügend Honig drin ist. Gucken wir uns auch gleich mal an. Can you smoke in, just a bit?
Also es sieht traurig aus hier. Der obere Honigraum, der hat hier nicht wirklich was drin. Ja, drei Waben sehe ich jetzt, wo befüllt sind. Die anderen kann ich vermutlich runterbauen dann. Aber Step by Step guckt man mal alles durch. Ja, der ist total leicht geworden. Schade. Mit dem Propolis bin ich hier aber einverstanden. Die machen hier gut Propolis drauf. Und da haben sie jetzt ein bisschen was hingebastelt. Das machen wir weg. Would you take the beeswax here, please? Ja, also der Raum hier sieht auch wieder voller aus wie vor 14 Tagen. Oh ja, der hat auch einiges an Gewicht dran. Jetzt haben wir hier an der Seite zwar auch Propolis, aber das gefällt mir jetzt von der Qualität nicht so. Nicht, weil es kein Propolis wäre, sondern einfach, weil hier an der Seite doch ein bisschen arg Schmutz gerade war. Hier seht ihr, das da hier will ich nicht unbedingt in meiner Tinktur drin haben. Und wenn ich halt so ein bisschen verschmutztes Bienenwachs sehe, dann tue ich das lieber in Wachseimer rein. Das ist mir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Nicht, dass da irgendwelche Fremdstoffe im Bienenwachs, in der Tinktur dann landen. Ich will da auch zum Beispiel jetzt nicht unbedingt ein Bienenbein dabei haben. Aber das da hier ist Propolis, wo wir auf jeden Fall uns schnappen. Hier auch nochmal ein bisschen was. Hier in den Leisten ist es ganz oft. Hier auch, und das ist tatsächlich auch ein sehr reines Propolis. Das geht in den Propolisbecher rein. Der Rest ist Bienenwachs, geht in den Wachseimer. Don't go in between, just on the surface like this. Let's try it then. Jo, und hier suchen wir jetzt uns die Königin raus und setzen die dann nachher hinter unser Absperrgitter rein. Und los geht's. Can you please close the bucket? It needs to be closed because of the rubbing bees. Ja, also die Wabe wäre jetzt schon mal potenziell möglich, um die hinter das Absperrgitter zu hängen. Aber vielleicht finden wir noch eine bessere. Jawohl, hier ist noch mal eine bessere. Weil wir versuchen selbstverständlich in der ersten Sekunde mit dieser Brutentnahme nur Waben zu erwischen, die entweder völlig schwarz und eklig geworden sind oder aber auch Drohnenbrutstellen haben im oberen Bereich. Ja, zum Beispiel hier so, wo ich mit einem Drohnenbrutschnitt in der Saison halt nie rankomme. Oder aber auch ganze Honigwaben. Entschuldigung, ganze Drohnenbrutwaben meine ich. Weil wäre natürlich super, wenn man der Königin noch mal im Spätjahr zu dem Punkt bringt, dass er euch zwei volle Drohnenbrutwaben reineiert, weil dann haben wir einfach auch einen großen Mehrwert an Varroamilben, die dann da nachher reingehen können. That goes to the wax bucket. Au! Ja, wenn man da mal nicht aufpasst, dann hockt da mal eine Biene drunter, die sticht dann einen Finger. So Stiche tun besonders weh, wenn die Biene eigentlich gar nicht stechen will, sondern wenn man die Biene aus Versehen drückt. Das führt dazu, dass die ganze Giftblase richtig runtergedrückt wird. Dann hat man das ganze Gift auf einmal nämlich im Finger hängen. Und das tut wirklich weh. Diesen Schlitz hier, den machen die Bienen manchmal zu mit Propolis. Das muss man wieder öffnen. Geht mit dem Stoppmeißel relativ gut.
That fit perfect this time. Ja. Manchmal haben wir hier so ein kleines Problem, dass die Gitter nicht so ganz passen, weil leider ist meine Konstruktion noch nicht so weit, dass wir für jedes Bienenvolk so ein Metallgitter hier auch anbieten können. Von daher muss man erstmal noch ein bisschen ja, mit diesen zurechtgeschnittenen anderen Gittern klarkommen. Und wir müssen jetzt auch unser Bienenvolk etwas umbauen, weil wir verschieben jetzt den Brutkern Richtung Absperrgitter hin. Das hat auch einen ganz speziellen Hintergrund, nämlich den, dass die Bienen nicht auf die Idee kommen, die Königin nochmal schnell umzuweißeln. Das kann nämlich bei der Bannwabentechnik schnell passieren, wenn ihr die Königin zu weit fernab vom Brutnest separiert. Seht ihr? Das ist jetzt das, was ich meine. Wir haben hier in der Mitte diese Drohnenbrut und mit so einer Wabe können wir halt in der Saison wirklich schlecht arbeiten, weil hier fängt dann wieder Bienenzellen an und dann fangen hier wieder Drohnenzellen an. Das ist genau irgendwie mittig reingebaut. Das ist eine Wabe, die können wir dann hier verfeuern. Das heißt, die Königin setzen wir dann nach da hinten. Dann war hier nochmal eine Wabe dran. Das war die hier. Seht ihr, das ist ja auch jetzt eine volle Drohnenwabe. Allerdings noch keine Stifte drin, keine Larven, völlig unbeeiert. Und wenn jetzt alles gut geht, und im Regelfall geht's gut, macht die Königin mir hier die Eier rein. Nach 21 Tagen hat sozusagen das ganze Bienennest die Brut verloren. Die Varroa schlüpft mit den jungen Bienen raus. Und wo will sie wieder hin? In die nächste Brutwabe. Die ist hier. Nach 21 Tagen machen wir hier den ersten Schnitt. Und dann warten wir nochmal, bis die nächsten Waben verdeckelt werden. Das heißt, nach der Aktion, wenn ich die in 21 Tagen rausnehme, suchen wir uns nochmal ein bis zwei Waben raus, die wir hier sozusagen opfern können. Warten, bis die auch wieder verdeckelt sind. Und dann haben wir mit einem zweimaligen Schnitt von Brutflächen so ziemlich alle Varroamilben rausgenommen, ohne dem Bienenvolk mit Medikamenten oder Säuren auf den Pelz zu rücken. No. Und jetzt geht es nur noch darum, die Königin zu finden. Meine Freundin hat sie schneller gesehen wie ich. In der Tat, da haben wir sie. So, und die setzen wir jetzt hier ganz gemütlich hier runter. So, gehen wir rein, Königin. Jawohl, perfekt. Und also das, was ihr jetzt gesehen habt, ist Teil 1 der Varroa-Behandlung. Ohne Medikamente. Und jetzt blättern wir das ganze Volk wieder rückwärts. Und ihr seht, ich habe ja jetzt, wie gesagt, die Brut etwas durcheinander gebracht. Aber in der Biologie stimmt alles, weil wenn die Königin jetzt sozusagen gezwungen wird, nur noch hier zu brüten, dann ist halt schon mein Ziel, dass wir hier den Brutkern immer noch zusammenhalten. Das ist eine Biene, die wir stechen. Okay, wir sind aber auch hier schon fertig. Ja, we put it back. Und dann rauchen wir da noch mal ein bisschen drauf, dass die Bienchen alle weggehen fürs Absperrgitter. Und schieben wieder alles hier zusammen. Einmal und hier noch mal zweimal. Und dann kommt das Absperrgitter drauf. So, also ihr seht, Königin kann hier nicht mehr raus. Die wird sozusagen eingesperrt. Und ich mache euch natürlich das Video in 21 Tagen und dann schneiden wir auch mal die Brut auf, was da alles an Milben dann drin ist nachher. Und ganz später werde ich wahrscheinlich hier von ein paar Völkern die Honigräume zentrieren. Weil wenn das so viel leer ist, macht das nicht wirklich Sinn. Auch zur späteren Bearbeitung kommen da eher Probleme auf mich zu. Das heißt, ich werde nachher gucken, dass wir
vermutlich von hier ein paar Völkern zumindest einen Honigraum abbauen können, weil das hier, ihr seht ja, da ist ja gar nichts drin. Ne? Und wenn ich das jetzt bei jedem Bienenvolk habe und die leeren Waben rausnehme, dann ergibt sich nachher wieder ein voller Honigraum. Zum Beispiel habe ich hier jetzt 3 Waben drin, die voll sind, und vielleicht hier nur 4 Waben, die voll sind. Aber dann kann ich da die leeren rausschmeißen, hier die leeren rausschmeißen, und dann zentriere ich sozusagen von allen Völkern nochmal in ein großes, starkes Volk alle Honigwaben zusammen. Dann hat man später weniger Arbeit. So, das machen wir mal zu, das Beeswax. Was haben wir gemacht? Wir haben das Absperrgitter rein. Verhalten war gut, Gesundheit war gut, Entwicklung war gut, Bautrieb lässt sich nicht mehr bewerten, Honigertrag war super, Propolis geht als Nullposten durch, da könnte viel mehr drin sein. Okay, weiter geht's. Ja, oh, das ist mal. Die 21er Bienenkönigin war wohl noch eine gute vom letzten Jahr, sonst hätte ich die schon rausgenommen. Ja, jetzt seht ihr, was ich da meine. No, it's not everything propolis. This one here is more beeswax-like. But the most is propolis here, yes. That's all propolis. Ja, genau, also das hier habe ich vorhin gemeint, seht ihr. Da sind so ein paar Waben nicht so ganz besetzt, aber wirklich rauskriegen tue ich die jetzt nicht. Ne? Da steckt ja noch was drin. Und man kann es eigentlich schon von oben immer sehen, wenn ihr halt da reinraucht und ihr seht, dass eure Bienen da einen Rüssel durchstecken, dann ist da halt noch immer irgendwas drin. Auch bei der Wabe, ne? Das ist ja auch, wenn es auch nur wenig ist, aber da ist was drin. Die jetzt rauszunehmen, ins Lager zu bringen, macht keinen Sinn. Jetzt hat man im Lager andere Probleme, also warten wir da, dass entweder die Wabe voll wird oder halt komplett leer wird. Ja, hier unten sieht es leider nicht gut aus. Da ist es richtig leer geworden. Schade. War doch nicht so ein gutes Bienenjahr, wie man anfangs dachte. Anyway, when we open up a beehive, then make sure that you give them 3 or 4 bigger pumps of the smoke. Bigger? Yeah. The smoke needs to go inside the hive. Selbe Spiel. Eine Wabe, die wir ganz an den Rand nachher hängen. Eine Pollenwabe. Erste Brutwabe. Und das ist jetzt genau das, was ich vorhin meinte. Seht ihr da oben? Da würde die Königin im nächsten Jahr wieder Drohnenbrut reinsetzen und da komme ich nie ran zum Schneiden. Zudem sieht die Wabe hier völlig alt aus. Dann haben wir hier nochmal eine Ecke Drohnenbrut. Das kann halt bei Naturwabe manchmal passieren, dass die euch halt zwischenrein nochmal ein bisschen Drohnenbrut bauen. Und in der Saison kann das halt Störeffekte geben, weil wir dann nicht, wie gesagt, schneiden können. Das heißt, das ist jetzt schon mal die erste Wabe, die definitiv hinter das Absperrgitter geht und dann auch rauskommt vom Bienenvolk. Bautrieb würde ich hier bei dem Volk eher mal als Minus sehen, weil die hier wirklich so ganz komisches Zeug hinbauen. Seht ihr das da hier? Also das ist auch so ein Volk, wo ich dann nicht unbedingt vermehren wollen würde, wenn die da so einen Quatsch bauen. Das ist übrigens hier gerade die nächste Wabe, wo man dann auch eigentlich rausnehmen könnte. Brutbild gefällt mir hier auch nicht wirklich von dem Volk. Wenn das Propolis sauber ist, so wie jetzt dieses hier, dann kommt es in die Schale. Und wenn das Propolis verdreckt ist, wie das da hier, geht es in den Wachseimer.
Oh. Nein. Irgendwo, das war hier, ja, von der war was, irgendwas rausgeflogen. So, kannst du gerade mal heben. Danke dir. Und Abspecke da rein. Today we're lucky with the excluders here. Mhm. That's nice. Okay, dann haben wir hier so eine etwas kleinere Wabe. Die müssen wir aufsetzen. Can you please hold it? Wo war jetzt die Wabe, wo wir auf jeden Fall gesagt haben, wo raus muss? Das war ja auf jeden Fall schon mal diese hier. Ah ja, genau die war's. Hängen wir gleich mal hier hin. Hier genau dasselbe Spiel. Also an so einer Wabe hat man dann im Jahresverlauf echt keinen Spaß mehr dran. Hier oben wieder die Drohnenbrut, hier ist Drohnenbrut. Dann nehmen wir die doch auch als Fangwabe für die Varroamilben raus. Jetzt kommt wieder eine etwas kleinere Wabe und das ist, wo ich vorhin meinte, wir müssen da schon etwas geschickter umhängen. Weil wir das Brutnest ja verschieben. Das heißt, da gilt es jetzt halt, die größten Waben wirklich ans Abspiegeter ranzubringen. Die da hier ist definitiv mal die größte. Ist da auch die Königin drauf vielleicht? Ne, die Königin habe ich gerade woanders gesehen. Dann schnappen wir uns gleich mal die Königin. Die war jetzt mal ausnahmsweise hier am Rande und nicht auf einer Wabe. Die Königin kommt. Abmarsch mit ihr, komm. Beeilung. Und rein. Und jetzt wird es wieder relativ einfach. Ne? Jetzt nehmen wir wieder die nächstgrößte Wabe. Das ist die hier. Anfächern. Dann kommt die Wabe rein. Dann war es die. Jetzt kommt meine rein. Annie, it's your turn. Du hast keine Brut drauf. Dann kommt nach der Brut wieder der Pollen. Too late. Und du hast die kleinere Wabe, dann kommt die da mittig rein. So. Das Schöne ist natürlich an dieser Varroa-Fangtechnik, dass wir, da wir auch wie gesagt jetzt ohne irgendwelche Mittelchen arbeiten, die Honigproduktion davon überhaupt nicht beeinträchtigt ist. Soll eigentlich heißen, ich kann hier behandeln, während die Bienenvölker immer noch am Sammeln sind und ich immer eben noch als Berufsimker irgendwann später die Honigräume noch runternehmen für die Ernte. Also auf die Details achten, das geht ins Bienenwachs. Hier ein little bit of smoke. Okay. Na, kommt schon Bienen. So, wunderbar. Ziemlich leere Wabe. Schaut es da aus, auch nicht gerade voller. Da haben wir noch die Verdeckelung drin, aber der Hammer ist das nicht, muss man schon sagen. So, dann setzen wir auf jeden Fall mal so eine etwas vollere Wabe dann lieber runter. Die hier zum Beispiel, die haben sie auch noch gar nicht durchgearbeitet. Dann setzen wir die mal in den unteren Bereich rein. Die leere Wabe hier kommt an den Rand, weil ganz leer ist er auch noch nicht. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Bienen das komplett leer schlecken oder wieder befüllen. Eins von beiden wird der Fall sein. Dann kann ich in 14 Tagen dann die Aktion noch in Honigräume runtersetzen. Bautrieb minus. Ne? Also das zieht sich hier schon durchs ganze Bienenvolk durch. Seit
wir die Königin gewechselt haben, im Mai, war ich im Bautrieb nur zweimal zufrieden. Ende Mai und Anfang Juni haben sie einen Pluspunkt bekommen. Ansonsten haben die hier entweder Murks gebaut oder einfach nicht richtig warm gebaut. Und beobachten wir noch eine Weile, wenn das nicht aufhört, dann müssen wir die Königin auswechseln. Honigertrag ist jetzt da auch kein Plus und der Propolis-Ertrag ist auch keiner. Ja. Lass mal die Binden hier mal rausnehmen. Unsere Permakultur ist hier immer noch auf voller Blüte und ich denke, man kann da schon stolz drauf sein, weil normalerweise muss man ja sowas gießen, bei uns nicht. Also alles, was ihr da seht, ist nicht einmal gegossen, nicht gedüngt und Spritzmittel gibt es hier auch nicht. Oh, hier mega viel Propolis drauf. That's all propolis here. We will harvest it. Oh, sogar auch eine sehr, sehr gute Propolis-Qualität. Wunderbar. Also das Bienenvolk bekommt auf jeden Fall mal ein Plus in Propolis. Wow. Das ist eher Bienenwachs hier. Und hier lässt sich jetzt auch nichts absetzen, weil da ist jede Wabe gefüllt. Und wie gesagt, wenn man reinraucht, kann man von oben das schon sehen. Sieht das da? Die Bienen stecken ja die Köpfe hier überall in die Zellen rein. Und das bedeutet, da ist eine Füllung drin. Ansonsten würden die Bienen das ja nicht machen. Wenn ihr ein Abspeckgitter sauber macht, dann bitte nicht in die Lamellen reinstechen. Das würde ich nicht tun. Da sehe ich zu viel Gefahr, dass man da leider im Stoppmeißel vielleicht ein bisschen was aufbiegt. Und so ein Millimeter reicht halt aus und die Königin schlüpft euch durch. Das heißt, die gefüllten Lamellen akzeptiere ich in der Saison. Das Gitter ist ja auch nur in der Saison drin. Und wenn ich die dann später zur Überwinterung rausnehme, dann landet das ganze Absperrgitter in einem Dampfverschmelzer und dann sind dadurch auch die Lamellen wieder sauber. Aber ihr seht ja hier an der Seite abschleifen, das ist schon wichtig. Würde ich auch beibehalten und so. That's also Propolis hier. Bienenwachs, danke. Okay, where's the frame holder? You are my frame holder. Thank you. Yep, erste Wabe für unsere Aktion. Ihr seht, größtenteils Drohnenwabe. Hier sieht die Brut auch echt noch gut aus. Ein schönes Volk Königin haben wir auch gleich. Wunderbar. Und das hier ist unsere zweite Fangwabe. Begründung, auch hier haben wir die Drohnenbrut drauf, wo wir nachher im Nachhinein nicht schneiden können, weil die Bienen wollen keine Löcher drin haben. Die kriegen es auch nicht repariert. Propolis. Propolis.
Das ist ein Hole in here. Mhm. The bee queen will not fit through. Okay. It's too less space here still. We need smoke. Thank you. So, die zwei größten Brutwaben. Nochmal zweimal Brut. Ja. Das war die nächste Brutwabe. Did you get the queen? Yes. Oh, can you make space here? Weil die ist jetzt einfach hier ein bisschen größer wie die nächste Brutwabe, ne? Und wir wollen das ja wie gesagt kompakt halten, das Brutnest. Und die Biologie jetzt auch nicht so durcheinander bringen. So, dann kommen die wieder so rum rein. Und deine Wabe geht dann hier rein. Moment. Einmal rum. So, wer hier aufmerksam hingeguckt hat, der hat es bestimmt schon gesehen. Hier sind Räuberbienen in der Luft. Die sind gut für gar nichts. Wenn die hier zu aufdringlich werden, ist meine Arbeit hier unterbrochen. Und dann darf man auch nicht weitermachen. Jetzt in der Sekunde geht es noch, aber wenn es schlimmer wird, dann ist es vorbei. Ich hoffe mal, dass die noch sich berappeln hier und da geht es dann blüten und nicht jetzt an Bienenvölkern. Räuberei kommt immer dann, wenn zu wenig draußen blüht. Wenn die Bienen sozusagen die 500 Gramm Eigenbedarf von draußen nicht mehr stillen können, dann fangen sie an mit ihrer Räuberei. Das Bienenvolk sieht zwar nicht so voll aus, hat aber jetzt im Vergleich zu dem zweiten Zweiräume, wo ich gerade aufgemacht habe, das Volk da hinten, der zweite, also die zwei Honigräume hier haben weniger Honig wie hier einer. Also das Volk bekommt auf jeden Fall mal ein Plus im Honigsammeln. So wie es aussieht, kriegen die auch ein Plus im Propolis. You gotta be careful with this. If you burn, yeah. Burn the legs. Die Brennnesseln, ja, die lasse ich natürlich immer stehen wegen den Schmetterlingen. Auch nicht alle, aber die meisten Brennnesseln dürfen an Plätzen, wo man nicht so rumläuft, natürlich wachsen. Brennnesseln sind jetzt definitiv mal keine Bienenweiden, aber sie gehören ja so eine Permakultur definitiv dazu.
könnte hier eine Wabe sein für die Brutentnahme. Don't open them before. Too high risk that we squeeze some bees. Eine wirklich ekelhafte Altwabe. Sollte man rausnehmen, früher oder später. Jetzt kommt die erste Brut. Ja, gucken wir, ob wir noch schlechtere finden. Das Bienenvolk ist krank. Das hat sich ein Virus eingefangen. Schade drum. Hier seht ihr das. Das ist keine gesunde Biene. Die hat es erwischt. Das sieht nach CPV aus. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall mal ein Plus im Propolis. Ne? Die basteln hier überall hin. That's Propolis. I can use it. Die haben hier sogar den Schacht komplett zugekleistert. Mann, seid ihr Pappmeister hier. Boah, bis nach unten. Seht ihr das? Die haben ein richtig reingespucktes Propolis. Irre. Und auch hier wieder schön zu sehen, wie, wenn man aufhört zu züchten, was dafür unglaubliche Differenzen dann von Bienenvolk zu Bienenvolk auftauchen. Teilweise selbst wenn sie verschwistert sind oder vertöchtert, dass dann da trotzdem so viele Unterschiede sichtbar sind. Und diese Individualität, die merkt man halt erst dann, wenn man wirklich aufhört mit der Linienzucht. Die Linienzucht, die macht da immer einen Einheitsbrei draus aus der Bienengenetik. Das ist eigentlich genau das, wovon wir alle weg wollen. Ich verstehe nicht ganz, warum es die Welt immer noch tut. Cool. We need some smoke. They get pissed off here. Hier, perfekt. Da haben wir schon mal die erste Fangwabe. Der Virus hier drin gefällt mir überhaupt nicht. Weil das sind schon ein paar mehr Bienen schon von betroffen. Das kann mal mit Kombination Varroa zusammenhängen. Muss es aber nicht bei einem Virus. Aber in allen Fällen gehe ich da auch immer erstmal so vor, dass man erstmal die Varroa rauszieht und sich danach erst um den Virus kümmert. Es sei denn, es wird natürlich, sag ich mal, direkt schlimm. Dann muss man sofort was machen. Aber jetzt bei dem Volk haben wir auf jeden Fall noch mehr als genug Zeit. Und möglicherweise mal die Varroa rausziehen, dann können die Bienen dann in die Selbstheilung gehen mit dem Virus. Can you scratch this here off, please? Hier, also die Wabe ist richtig, richtig ekelhaft. Schwarz mit Drohnenecken an der Seite. Und sollte man auf jeden Fall mal schnell rausnehmen aus dem Bienenvolk. Ist übrigens immer gut, wenn man ein paar Leute hier hat am Bienenstand, die mal die Waben dann auch abnehmen können. Ein Imker bräuchte eigentlich 4 Hände, 2 sind meistens zu wenig. Oh. Königin habe ich jetzt noch nicht erwischt. We need smoke. They about to sting us here soon. Hier, ich habe die Königin. Mal die Wabe angucken. Ja. Auch so ein alter Schinken, aber noch im Maße. So, Königin, wie beim zweiten Volk auch hier in der Ecke. Die Königin ist aber schnell hier. Heieieiei. Gehst du wieder rein, dein Volk? Na, rein, nicht raus. Rein. Das habe ich selten erlebt, dass eine Königin so närrisch ist. Deine Wabe kommt dann hier rein. Da war noch eine Brut. Habe ich übersehen. Smoke. Also wir werden auf jeden Fall den Bienenstand hier noch schaffen, bevor die Viecher hier wirklich anfangen mit der Räuberei. Aber es wird hier knapp und die nächsten Honigkisten kann ich auch nicht mehr im Sternverfahren aufsetzen. Weil ihr seht, dass hier schon unten rein fremde Bienen reinfliegen. Und wenn man so ein Verhalten, sag ich mal, nicht beobachten kann,
und dann blind weitermacht, dann hat man auf jeden Fall eine richtige Räuberei dann später. Und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Hier ist a whole lot of propolis. It's really good here. Open? That's all propolis, yes. Except this one here. Nice. What a big load. Yeah. There we go. Good. Yes. Because the bees, they start making a robbery, so we have to hurry up. Verhalten war gut, Gesundheit war minus wegen Virus gesehen. Entwicklung war aber richtig cool, Bautrieb kann ich nicht bewerten. Honigertrag war top, Propolis war auch top. Hallo. Hi. So, und das ist unser Einraum-Home-Hive. Und das funktioniert mit derselben Technologie, nur dass wir halt hier keinen Honigraumaufsatz haben. Und es ist auch nochmal eine 2020er Königin, die eigentlich raus sollte. Die Königin gucken wir uns hier bei dem Volk mal ganz genau an, weil das jetzt auf jeden Fall mal so eine Königin, die ich eigentlich nochmal versuchen möchte zu halten oder zu meinen. Aber je nachdem, wie die Königin jetzt aussieht, ne, wenn die angefressene Flügel hat, wie gesagt, 2020er Bienenkönigin, wenn die Flügel angefressen sein sollten, dann müsste ich die Königin so wie im anderen Volk rausnehmen und bevor es zu spät wird, nochmal von dem Volk dann eine Königin nachziehen lassen. So, einmal hier. Die haben jetzt zum Beispiel hier gar keinen Propolis genommen, um die Lücken hier zu schließen. Die haben das einfach komplett mit Bienenwachs gemacht. Das ist übrigens eine genetische Komponente, ob die Tiere da lieber Wachs nehmen oder Propolis. Aber in beiden Fällen muss man es halt rausmachen. Looks good. Okay. Yes. Okay, auch einmal halten. Oh, I see her. Okay, on the other side. Oh, cool. She's kind of small, this one. Genau, und die Königin, ja, die Flügel werden leicht angeknabbert. Kannst du die auch noch halten? Mhm. Die Waben immer gerade halten, die können dir durchbrechen, wenn du dir einen Winkel gehst. So, erste Brutwabe. Wunderbar. Zweite Brutwabe. Sieht auch gut aus. Wir brauchen wie gesagt zwei Waben, die wir hier als Fänger nehmen können. Bis jetzt kamen da nur gute Waben irgendwie bei rum. Ich hoffe auf eine Drohnenwabe. Ja, ich glaube, das wird schwierig bei dem Volk hier. Ja, das könnte echt schwierig werden. Hier, da haben wir jetzt einen, die hat oben ein bisschen Drohnenbrut, wenn auch nicht viel. Aber die nehmen wir auf jeden Fall mal. Jetzt können wir gleich sagen, Königin, gehen wir rüber. Also ich versuche das hier mit der 2020er Königin noch einmal über den Winter zu kommen. Weil wenn es wirklich gut läuft, dann habe ich halt nochmal so eine richtige Tipptopp-Königin im Frühling dann hier drin. Kann da nochmal ein paar Nachzuchten machen. Und das hier war auch eine ziemlich gute Fangwabe, weil da auch mittig wieder Drohnenbrut war. Und jetzt kann ich hier im Doppelblock wieder durcharbeiten. Du hast Brut, dann müssen wir vor dem Futterabteil hier die Brutwabe reinstecken, auch wenn die jetzt tatsächlich nicht
größer ist, aber die Regel heißt halt immer Brut zu Brut, Pollen zu Pollen und dann Honig zum Honig und das bitte nicht durcheinander bringen. Das Bienenvolk sollte hier alsbald gefüttert werden. Die haben wirklich nicht mehr viel Vorräte drin. Und solange ich da jetzt nicht eine Honigwabe von einem anderen Volk reinhänge, müsste ich die dann in Kürze künstlich mit Zuckerwasser tatsächlich dann einfüttern. Aber ich hoffe, dass ich drüben von der Einraumbeute vielleicht hier ein, zwei Honigwaben einfach rüberhängen kann. Weil das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, dass man jetzt schon die Bienenvölker einfüttert. Da bin ich auch immer stark dagegen. Also ich versuche wirklich meine Bienenvölker alle während dem Sommer nur mit Honig zu ernähren. Und mit dem Zuckerwasser fange ich spätestens bzw. frühestens dann Ende August an, wenn alles gut läuft. So, machen wir hier mal Notiz. Flügel angeknabbert. Und wenn das Verhalten halt mehr wird, dann muss ich halt hier tatsächlich nochmal eine neue Königin reinweißeln vorm Winter. Honig war hier minus und Propolis, es geht als Nullposten durch. Stimmt das? Nee, stimmt noch gar nicht. Der Steinklee, der wird auch bald blühen. Das Feld hier wird in Weiß und in Gelb. Das geht dieses Jahr noch los. Ja. Guck, da kommen schon die Blütenköpfle raus. Und das ist dieser hochberühmte Steinklee, wo dann richtig lange blüht. Im letzten Jahr ist er doch schon auf 3-4 Meter hochgegangen, hat er überall alles gelb gemacht. Jetzt dieses Jahr ist noch der weiße Steinklee drin. Bis dann, ciao! Ciao! Wollen umweißeln Ende Juni. Ah, interessant. Okay, also mit denen habe ich schon mal hier ein paar Probleme gehabt. Ah. Smoke. Hier haben die Bienen das ziemlich durchmischt gemacht. Da sind nämlich tatsächlich ganz viele Oberträger mit Propolis voll. Aber in der Mitte ist es auch ziemlich bienenwachsig. Das ist das da, was wir jetzt geholt haben. Das ist alles Propolis. Und der ganze andere Haufen hier, das ist eher, also da ist auch Propolis dabei, aber jetzt für meine Qualitätsansprüche leider zu wenig. Das will ich nicht in der Tinktur haben, sondern das geht hier ins Bienenwachs rein. Und da wir bei dem Homehive hier noch gar keine Schlitzung haben, müssen wir hier ein bisschen anders da arbeiten. Da habe ich noch so eine Art Prototyp-Abspeggitter mal gebastelt. Das ist jetzt natürlich nicht das Beste, aber wenn man nichts anderes hat, dann ist es vielleicht auch gut. Okay, wir können hier Honigwaben rüberhängen. Ins andere Volk. Die haben nämlich noch wesentlich mehr Honig wie jetzt das andere Volk, wo ich gerade gezeigt habe. Hier haben wir sogar noch mal Drohnenbrut dran, was an sich richtig gut ist. Auch da würde ich jetzt für euch noch mal ein paar Rippchenschnitte machen, dass man noch mal sehen kann, wie sich da die Varroa angereichert hat. Also durchaus bin ich damit zufrieden. Also da sehe ich jetzt auch keinen Befall hier drin. Heißt nicht, dass nichts drin ist. Weil wie gesagt, man müsste ja mit der Pinzette alles öffnen. Aber so jetzt auf die Rippchen habe ich da keine Varroa drin gesehen. So, das wäre jetzt eine Honigwabe, die wir theoretisch schon mal rüberhängen können. Aber ich gucke, dass das andere Volk da eine wesentlich dickere Wabe bekommt. Und dann müssen wir hier erstmal das Ding hier reinbauen. Bienen sollen natürlich da erstmal weg, dann sind die platt und wir sperren ab auf 2 Rähmchen. Ne, Moment, das ist ein System, wo ich nicht auf 2 machen kann, weil das Flugloch soll da offen bleiben.
Dann nehmen wir doch wieder hier die Wabe für den Anfang rein. Das ist nämlich ein Dreier. Aber hier wird sowieso nicht viel passieren. Die Königin hat auch keine Lust da zu brüten. Super. Einmal. Wow, schönes Brutnest. Zweimal. Can you scratch this here? Hier schlüpfen gerade Bienen. Also umweiseln wollen die Tierchen hier nicht mehr. Da ist unsere Königin. Okay, gab eine kurze Unterbrechung. Wir haben nämlich gerade die Batterie verloren. Wir hatten jetzt die Königin. Hast du die Königin? Nee, ich glaube, doch. Du hast sie. Okay, auf so einer alten Schinkenwabe. Aber ich weiß nicht, ob ich da was Schlimmeres finde. Ja gut, und da irgend noch so eine... noch mal eine eklige Wabe hier bei rumkommen. Das sieht hier schwierig bei dem Volk aus. Das sieht nämlich alles aus wie eigentlich gute Waben hier. Hier die da hier, wie wär's denn damit? Voll mit Drohnenbrutgedöns, wo ich jetzt in der Sekunde so nicht rankomme zum Schneiden. Nehmen wir die doch jetzt als Fangwabe. Zumindest schon mal Nummer 1. Jetzt kommen da vorne nur noch Honigwaben. Da haben wir ja gesagt, hängen wir eine rüber in das andere Volk, weil die so wenig haben und die haben im Vergleich echt noch mehr als genug. Das heißt, die Wabe hier kommt rüber. Waben können wir immer rumhängen von A nach B, das kann gar nichts passieren. Ihr könnt zum Beispiel in ein Krüppelvolk Brutwaben von einem fremden Volk reinhängen oder in einem Bienenvolk, wo kein Pollen hat, könnt ihr von einem anderen Pollenwaben reinhängen. Und genauso könnt ihr halt Honigwaben von A nach B bringen, nur bitte nicht mit Bienen, sonst gibt es da drin einen Kampf. Im Frühling geht es aber sonst nicht. Und ich würde sagen, die Wabe ist so schwarz und sie hat ja auch die Königin hier drauf. Wo ist sie nochmal? Da eine wunderschöne Ligustica-Königin. Ha! Jetzt weiß ich auch, warum die Bienen die raushaben wollten. Ja gut, das wäre natürlich klar, aber bei genauerer Beobachtung, da fehlt nämlich der Unterflügel. Warum auch immer. Und sowas kann immer dazu führen, dass die Bienen dann ihre Königin rauskillen wollen. Kann mal einer kurz hier im Winkel, ich komme da nicht hin im Winkel. Jep, aber einmal gerade reintun das Ding. Perfekt, danke. Na, irgendwas stimmt da noch nicht so ganz. Brauchen wir mal Platz. So, jetzt waren wir aber erfolgreich. So, honey, can you scratch this here? Und ich bringe die Wabe hier dem anderen Volk als Futter. Na, so schade halt, das war's dann halt mit der Honigernte bei dem Volk, weil so wie es gerade läuft, kann ich hier die nächsten 14 Tage das gerade wiederholen. Somit spare ich dann hier mir die Zuckerwasseraktion. Und auf der anderen Seite spare ich mir natürlich bei dem anderen Volk dann leider die Honigernte. Und Futter haben wir auch schon, das ist schon das zweite Mal. Wenn mich nicht täuscht, das ist schon die dritte, vierte Wabe, wo ich da reingesteckt habe. Schade. Aber ich bin immer gut gefahren zu sagen, hey, lieber haben die Bienen was zu fressen, wie dass ich mit Zuckerwasser da rumeiern muss. Weil ich glaube, da treffen alle Meinungen zusammen. Jeder, der mal Bienen gefüttert hat mit Zuckerwasser, der weiß, dass das der letzte Scheiß ist. Und dass man echt lieber den Bienen Honig geben sollte. Und selbst die Imker, die alles rausnehmen, glaubt mir das, die haben auch nicht wirklich Freude, die Bienen dann mit literweise Zuckerwasser zu füttern. Macht einfach keinen Spaß. So, das schiebt man wieder zusammen. Das war die abgeschnittene Drohnenwabe.
Kommt nach hinten. Oh, guck mal, schaut mal. Die Wabe hier ist größer wie diese hier. Deswegen gibt es da auch nur eine richtige Richtung. Und Rähmchen rein. It's not possible because of the excluder. Okay. We can leave this in a car. What's this, propolis or this beeswax? No. All right. So, hier haben wir Excluder reingemacht, das Absperrgitter, Verhalten war gut, Gesundheit gut, Entwicklung gut, Bautrieb geht nicht mehr, Honig war gut, Propolis war auch gut. Und dann sind wir bei dem auch schon fertig und wir müssen die Königin hier gut beobachten. Wie gesagt, ich habe mir ja schon mal eine Notiz gemacht, dass sie die Königin umweißeln wollten. Jetzt weiß ich auch warum, weil da die einen Flügelschaden hat. So wie es allerdings aussieht, haben die Bienen Lust, mit der Königin noch mal über den Winter zu gehen. Ist aber sicherlich dann die erste Königin, wo im Frühling nächstes Jahr von den Bienen selbst rausgeschmissen wird. Und hoffentlich halten die Bienen das einfach so lange noch aus. Zwei Völker noch, dann haben wir es geschafft. Eine neue Königin, eine gelbe Elfe. So, also hier sieht es richtig traurig aus. Ich denke mal, den Raum hier können wir direkt abbauen. Da sehe ich überhaupt keinen Nutzen mehr, den zu lassen. Annie, can you bring me the empty box from the car? Und ich würde gerade die Waben erstmal so durchgeben. Ich kann sie gerade so perfekt. Und dann tun wir die gerade hier in die Leerkiste rein. Ja, toll. Also die Viecher haben es gerade mal geschafft, hier die Mittelwände auszubauen. Und dann haben sie aufgehört, da weiter was zu machen. Da ist jetzt ein bisschen Honig drin. Aber das ist ja der Witz des Jahrhunderts. Eieiei. Und jetzt ist das genau passiert, was ich da vorhin Anfang des Videos meinte. Wir haben hier überall so ein bisschen was drin. Und da, wo ein bisschen was drin ist, das kann ich nachher austauschen zu anderen Völkern. Selbst das da hier muss noch mal irgendwo rein. They are empty. Not all of them, but the most. Hold on. Okay, we put this one back in the car. Ah, shit. The two, that sting? No, the pen. Brennnesseln. Where are your socks, honey? Guck mal, kannst du die mir hier alle reintun? Und dann muss das alles ins Auto, die Fenster vom Auto müssen zu. Das Auto muss zugemacht werden, dann können wir das hier alles mal im Auto zwischenlagern. Take some socks, honey. You need them when you're out with me in the gardens. So, hier war doch irgendwas, was wir gesagt haben, da können wir austauschen. Oder täusche ich mich da etwa? Was war denn das hier? Ja, guck mal, hier ist nämlich nix. Braucht man nicht. Was ist das da hier? Nix. Braucht man auch nicht. Nehmen wir Bienen dran. So, schaut mal, jetzt können wir schon mal zwei von diesen Waben hier komplett. What's this for a box? Honig, mit Honig. Der Honig. Alles ins Auto erstmal rein. Und die andere muss auch, can you take this one also in car and then we need to close the car? So, ui, jetzt werden sie pissig. Ja, hört mal auf, da rumzupissen. Ab in euer Volk. Ja, da, und du auch nochmal raus. Jawohl. Ich weiß auf jeden Fall, dass da hinten noch mal leere Waben sind. Und ich glaube, hier war nichts, ne? Oder war da doch was?
Ne, das sehe ich ja schon, die Füllung. Hier ist auch alles gefüllt. Das heißt, wir kümmern uns erst später um die restlichen Honigfarben. Wenn wir jetzt drum kümmern würden, da würde nur die Räuberei ausbrechen. Das würde man nicht. Und wenn ich mir das Ding hier angucke, dann würde ich sagen, kriegen wir hier auch nichts mehr raus. Weil hier haben wir überall noch Honigfüllung dran. Ja genau, also das Volk kriegt jetzt einen Minuspunkt im Bautrieb. Ich finde es ja schön, wenn sie überall rumbasteln, aber die Bienen sollen bitte ihren Bautrieb auch dorthin bringen, wo ich das angenehm finde und nicht nur, wo sie Bienen toll finden. Yes, just like these things. You can step in it every day. As much as you want. It's really burning. Yes. At least it's healthy. Huh? At least it's healthy. How healthy it is? Oh, you will see. You eat them? Yes. The young leaves. Ups. Jetzt bin ich genau da eine Biene dann reingegangen. Ich glaub's aber nicht. From the top. We need smoke here. It's gonna burn your throat. Mhm, reicht, reicht, reicht. Ah, ja. Yeah. Nee, nee, alles gut, nicht mehr. Ja, auch nicht übel, abgesehen davon, dass hier alle Waben wirklich alt sind und schmutzig. Und die Brut hier sieht auch nicht ganz sauber aus. Ne? Also hier kann man auch schon ausgehen, dass wir hier relativ hohen Varroadruck schon haben. Das hier ist gutes Propolis. Okay, da haben wir doch vorhin gesagt, wir müssen den Stern abdichten. Hab ich ganz vergessen. Grober Fehler. Mit der Wabe können wir theoretisch loslegen. Hier mal auch wieder einen leichten Kistenverzug, aber kann man gerade noch so mit leben. Und ja, eine bessere Wabe wie die wird man wohl nicht mehr finden. Jetzt haben wir schon mal zwei halbe Drohnenwaben. Ah, die da doch, ich habe doch, jetzt zeige ich gerade, die bessere wird man nicht mehr finden und da haben wir schon die bessere. Und vor allen Dingen sitzt auch gerade die Königin drauf. Dann machen wir doch gleich mal mit der den da hier. Und jetzt kannst du da schneller gehen. Also wenn man geübt hat, dann kann man auch hier im Doppelblock arbeiten. Dreierwaben würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Die Gefahr ist dazu hoch, dass die euch rausfliegen beim Bearbeiten. Aber ihr seht ja, die doppelt hochzuheben, spart einfach wirklich gut Zeit. Und jetzt können wir alles wieder zurückbauen. Wenn wir uns nicht beeilen, die Bienen werden uns gleich stechen. Also die zeigen hier schon alle Signale, dass sie gleich im Auge hocken. Aber bevor die Bienen da blöd werden, sind die schon wieder zu.
Ne, komm schon. Und zu. So, du hast die, du hast die. Die kommt dahin. Die kommt da rein. You can take out. Zusammenschieben. Reinrauchen. Small puffs. Smaller puffs. Just small puff, puff, puff. Yes. Ne, wie immer, also grobe Stoßwolke heißt, Biene will euch angreifen, ihr wollt es hier im Zaum halten. Dann wird richtig ins Voll gepustet. Wenn ihr die Bienen nur lenken wollt, werden kleinere Puffwolken genutzt, die dann auch nicht wirklich ins Bienenvolk reingehen. Aber dafür eure Bienen lenken. Hier die Besonderheit, wenn wir im Sternverfahren nicht mehr arbeiten, gilt Folgendes. Nicht einfach aufsetzen, sondern drunter schauen, weil ganz oft machen die Bienen dann so eine Art Hängebad. Das machen sie Gott sei Dank nur im geschlossenen Verfahren. Das heißt, wenn ihr Stern habt, dann könnt ihr einfach draufsetzen. Und wenn ihr es halt zumacht, den Stern, dann muss man genauer drunter gucken. Warum? Weil die Bienen ins Dunkle reingehen und da eben dann ihre Bienenwerte anfangen zu basteln. Hier auch da Excluder rein. Verhalten war gut, Gesundheit war gut, Entwicklung auch. Honig war gut. Propolis. War hier viel Propolis? Das habe ich ganz vergessen. Na. Nicht so viel, gell? Letztes Bienenvolk für heute. Hast du? Ja. Grün 37. Ich habe mir schon hingeschrieben, Queen ersetzen. Weil ich anscheinend mit der auch nicht so ganz zufrieden war. Gucken wir uns dann hier nochmal genauer alles an. Hier können wir auf jeden Fall mal eine Wabe tauschen. Guck mal, kannst du mir vielleicht gerade eine Wabe vom Auto bringen? So eine Honigwabe. Und dann setzen wir da dafür die hier rein. Mit viel? Oder? Ja, so viel wie es geht. Aber spielt eigentlich keine Rolle, weil die werden jetzt alle irgendwo noch verschafft. Propolis. Kann direkt da in die Lücke. Und wird am selben Fehler gemacht. Kein Stern. Das ist immer das Blöde, man sich da so ein halbes Jahr dran gewöhnt im Frühling, im Stern zu arbeiten. Dann fällt es auch mir manchmal schwierig, da wieder umzuswitchen auf geschlossenes Verfahren. Aber ihr seht, das sind alles fremde Bienen, die da versuchen zu räubern. Das Verhalten wollen wir hier nicht. Gleich mal die perfekte Wabe wieder in der Hand. Einmal und was kommt noch? Ah, wunderbar, hier Calendula-Blütenpollen drin. Darf auf gar keinen Fall raus, bleibt drin. Hier eine Wabe, die wir dann nehmen können. Die sieht sehr alt und oben die Thronbrut dran. Da haben wir die Königin. Hängen wir erstmal raus. Die haben gar nicht so viel geklebt. They didn't stick much here in it, in the cut. Or maybe here. Yeah. But just on one side. It's propolis. Is it the right number? It's no number. No number. That's number, number nine. Yeah. Is it number nine? It is. Do you want okay. to turn it around? That's okay. Looks great. Good. Yes. So, das war jetzt die mit der Königin hier, die Wabe. Ja, da ist die Königin. Das war ein Dess, da war doch diese Schmutzwabe. War das nicht die? Ja, das war die. Und dann war irgendwo die Thronwabe. Jawohl, das war diese hier. Und dann haben wir doch schon die Hälfte hier geschafft. So, Königin. Die gucken wir uns jetzt mal genauer an, weil zu der habe ich ja mal gemotzt, zu der ist ja Königin.
Aber sehe ich da eigentlich jetzt keinen Schaden, sieht gut aus. Lassen wir mal noch mal rennen, das Tier. Take this one here, please. Hier, das Volk hat auch ein Virus schon abbekommen. Ist aber noch alles im Maß. Also ist nicht so, dass es total schlimm ist, aber man muss definitiv aufpassen. Die Pollenwabe kommt an die Brut wieder ran, wie immer. Und die kleinsten Waben gehen dann hier sozusagen zum Gegenstück von dem Brutfänger. Exclude. Da, muss auch wieder. Merci. Okay, ein bisschen Überstand haben wir hier, aber trotzdem, das passt trotzdem gut. Und dann hier wieder, wie gesagt, der Trick, dass wir da auf jeden Fall unten reingucken müssen. Aber hat sich nichts getan. Königin brauchen wir jetzt auch leider nicht mehr. Ich kümmere mich gleich um die Königin. So, dann haben wir es hier geschafft. Danke. In genau 21 Tagen bin ich wieder hier bei den ganzen Bienen. Dann machen wir hier nochmal sozusagen eine Durchsicht und konzentrieren uns dann immer auf die zwei Fangwaben, die wir dann restlos rausschneiden. Und dann hängen wir gerade die nächsten Fangwaben rein. Das zeige ich euch dann in den nächsten 21 Tagen, wie dann die Varroa-Behandlung hier weitergeht. Für dieses Bienenvolk kann man auch mal sagen, haben sich ganz gut gemacht, auch im Honig gut, Propolis war auch gut. Und jetzt haben wir nur noch das Volk ganz da hinten, wo wir noch die Honigwaben auszutauschen haben, die wir sozusagen hier jetzt noch geraffelt haben. Da fliegen dann beim ersten Zweiräumer in der Richtung die ganzen Leerwaben raus und dann kommen dafür die vollen Honigwaben wieder rein. Und das ist, wo ich meinte, wenn ich halt später die Honigernte mache, hätte ich ja mit so einer halben Kiste nur Arbeit. Und das nennt man halt Zentrieren von Honigwaben. Und die Zentrierung geht natürlich immer auf die stärksten Völker. Ja. Bei Fragen, wie immer, ab in die Kommentare. Und zum Unterstützen bitte auf Abonnieren drücken. Und einen schönen Tag euch allen. Ciao.